Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land, ich suche weit und breit. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon MMO. Ja, jetzt habe ich es gerade vergessen, was ich sagen wollte. Wir sind ja jetzt letztens hier angekommen, nach mehr oder wenigen beschwerlichen Hürden. Pokémon MMO hatte wieder ein Update gemacht, ich weiß jetzt nicht, was jetzt neu hinzugefügt wurde, aber hin und wieder wird ja ein Update gemacht, falls irgendwas hinzugefügt wird oder so. Und hier sehen wir schon wieder eine Trainerin, die auch anscheinend neu ankommt. Stimmt's an? Was ist hier? Hallo! Wer bist du? Wie war es nochmal? Ach ja. Du, sag doch mal, hast du einen Lil Min Pip? Vielleicht wird es ja nämlich gegen einen. Weil. Das habe ich nicht, glaube ich. Nein, habe ich nicht. Nein, das wollte ich nicht. Ich bin so. Was mache ich hier? Zurück. Was mache ich jetzt? Sissi baut gerade Scheiße. Du bist? Pokémon, die du im Tausch mit anderen Trainern erhalten hast, lassen sich schneller und leichter trainieren. Aber übertreib's nicht, sonst gehorchen sie dir nämlich nicht mehr, es sei denn, du besitzt genügend Orden. Aha. Welche Pokémon hast du denn so dabei, Trainer? Nanu? Du hast doch einen Zelos, oder? Doch, ich sehe es an ein gewisses Zutrauen. Das ist schon mal was. Sieht jetzt gerade mein Pokémon. Wie viel Zuneigung habe ich denn hier? Hier kann man ja übrigens Zuneigung sehen. Zuneigung 51%. Und Zelos, wie viel hast du? 32%. Was würdest du sagen, wenn ich dir das hier vor die Nase halte? Welches Pokémon hast du denn dabei? Nanu, das ist doch ein Zelem, oder? Wie es sich an dich schmiegt. Es muss sich sehr wohl bei dir fühlen. Ja. Ja, ja. Ich habe gerade diesen Typen ausgetrickst. Hoch! Der hat nicht gemerkt, dass ich ein anderes Pokémon vorhin enthalten habe. Machen wir mal. Maus mal etwas nach oben, wenn ich die gerade nicht brauche. Okay, ist das hier die Arena-Leiter? Pokémon Arena von Septania City. Leiterin Aloe. Mutti macht sie alle? Okay. Witzig. Dum, dum, dum. Und du bist wer? Na, wie gefällt dir der Klang meines Akkordeons? Ich höre nichts. Ich höre eine andere Musik im Hintergrund, aber ich höre deinen Akkordeon nicht. Oder ich bin taub. Hui, hier ist es ja schick. Yo. Alter, ich möchte auch mich mal irgendwo hinstellen. Alter, die nehmen alle Platz weg. Herzlich willkommen im Café Lagerhaus. Der rustikale Charme ist unser Markenzeichen. Ja, rustikal. Bestreite mit einem Freund per drahtloser DS-Übertragung einen Kampf. Ermöglicht der dir Wunderwerfer den Einsatz von Items. Okay. Genau, ich weiß. Der Wunderwerfer lädt sich im Kampf Stück für Stück auf und ermöglicht den Einsatz diversen Items. Du? Die drei Arena-Alter von Orion City wären bei jeder Tiergesellschaft gern gesehene Gäste. Benny setzt Pokémon vom Typ Pflanze ein, er weiß über Teeblätter Bescheid. Colin kämpft mit Wasser-Pokémon, er hat also das beste Teewasser parat. Marek ist Herr über Feuer und Flammen, er brüht den Tee also optimal auf. So sorgen sie für einen erquickten Teegenuss.
Ich habe ja mich schon gefragt, warum das so komisch aussieht, aber vielleicht hätten sie nicht Arenaleiter, sondern Kaffeebetreiber oder so, sein sollen. Kennst du schon die Kampfbox? Das ist eine überaus praktische Funktion, auf die du über den PC im Poco Center zugreifen kannst. Okay. Die muss aber auch ziemlich skeptisch sein. Ich meine, ihre Kollegin steht hier, so gechillt, ne? Ja, ja, ich stehe hier mal rum und heiße alle willkommen. Und die andere so, oh mein Gott, ich muss hin und her, oh mein Gott, ich weiß, was muss... Die läuft wie ein Tiger gefangen, hin und her. Wenn es schmeckt und der Servus stimmt, kann auch ein rustikales Café begeistern. Hier sind allerlei Gegenstände, wohlgeordnet und untergebracht. Aber ehrlich, das sind jetzt... Wie viele Gäste? 5? Und nur 2, die arbeiten. Da fragt man sich doch... Ist das nicht ein bisschen übertrieben für diese Leute? Naja, andere Online-Spieler. Ich lass die erstmal. Ich werde mal gucken. Hi. Ich bin Poet. Gedichte sind meine Leidenschaft. Das hast du dir sicher fast gedacht. Täglich grübe ich immer neue Zeilen. Ewig könnte ich so verweilen. Doch etwas lässt mir keine Ruhe. Träume Pokémon wie ich und du. Ach ja, wird man sie erfahren? Du bist seltsam. Nichts gegen Poeten, aber du bist seltsam. Pokémon ist nicht gleich Pokémon. Sie unterscheiden sich nämlich oft in ihrem Wesen. Genau. Nicht wundern, ich bin nur ein Besucher, der gerne in Apfeleimern durchwühlt. Ein Tag ohne Gitarre zu spielen ist ein verlorener Tag. Dasselbe gilt aber auch für Pokémon-Kämpfe. Beide steht also täglich bei mir auf dem Programm. Das ist toll. Ich mag Musiker. Ah, okay. Geht's hier nirgendwo? Ne? Geht da rein? Okay. Und was hast du? Hallo? Irgendwann begannen ein paar inspirierte junge Hüpfer, diese herunterkommende Kleiderfabrik, die dazugehörigen Lagerhallen, als Ateliers zu verwenden. Und so ward Temptata City auch bekannt als die Stadt der Künste geboren. Hier kann man rein. Ich bin die Möbeldesignerin Rosalie. Ich habe gerade einen Durchhänger. Mir fallen keine guten Designs ein. Ich versuche wirklich traumhaftes Motion zu entwerfen, aber nichts. Ja. Lol. 55 Statuen, die in der Arena liegen. Lol. Ne? Das ist... wir müssen noch das Pokémon abholen. Ich habe schon etwas länger nicht mehr weitergespielt. Und einer wollte sich ja noch mit mir kämpfen zum Treffen, aber ich habe es auch irgendwie vergessen. Ja, ich bin vergesslich. Ist mir auch erst sehr viel später eigentlich so scheiße. Ich hätte online sein können. Online kommen können. Ich habe in diesem Lagerhaus ein Café eröffnet. Willkommen, kann ich helfen? Ein Puppenmarkt? Lol. In so einem kleinen Laden, also wirklich viele Sachen hast du nicht gerade, ne? Wie viel Geld haben wir überhaupt noch? Komm, bitte bald wieder. Ja, wie viel Geld habe ich überhaupt aktuell? 2200. Ich brauche auf jeden Fall das Geld für die Befreiung meiner Pokémon aus der Pension. Apfelangriff plus, ja, so nennt man dieses Item. Aber auch uns in einer Region. Aus normalen Attacken Vortreffer zu machen, ist eben eine überaus gute Idee. Was? Aber ja, ich habe dem Pokémon ein Item gegeben und es sogar so lange getauscht. Das Item war also ein kleines Geschenk obendrein. Bin ich nicht großzügig? Ja.
It's nice here, don't you think? Is a good place to the us what? Ich verstehe kein bisschen, was du mir. Ich verstehe kein Englisch, also nein. Also wenn das jemand übersetzen kann, was sie gerade oder was er gerade gesagt hat, wäre nett. Denn ich bin nicht sehr gut in Englisch, also deswegen sind auch für mich englische Spiele eher so, ja, ne? Moment mal. Also wir sind da reingegangen. Was ist was hier? Sind wir hier schon drin gewesen? Nein, hier sind wir noch nie drin gewesen. Artie ist ja sowohl Künstler als auch Arenaleiter von Stratos City. Er ist unser Vorbild. Okay. Hallo? Lady? Bis vor 2 Jahren hat Artie diese Lagerhalle als Atelier genutzt. Immer wenn er in ein kreatives Schattenloch fällt, kehrt er hierher auf der Suche nach Inspiration zurück. So, willkommen zurück. Ich war bis eben beim Zahnarzt. Nordpanda. Lol. Sieht witzig aus. Jedenfalls, ich war beim Zahnarzt und deswegen hatte ich jetzt kurz einen Cut gemacht. Bist du überhaupt? Warum läufst du hier hin und her? Cool, der hat eine Mütze, der da rumläuft. Ich hätte mir niemals träumen lassen, dass eine einfache alte Lagerhalle so viele Menschen anziehen würde. Tja, man lernt wohl nie aus, ja. Und wer bist du? Hallo? Septana City ist echt ein angesagtes Städtchen. Hier würde ich auch gerne wohnen. Die Stadt besitzt genau das richtige Maß an Schlichtheit, um schon wieder als schick zu gelten. Übrigens habe ich mitbekommen, man kann auch... Nein, das wollte ich nicht zeigen. Man kann den Channel wechseln. Also, zum Beispiel sind jetzt gerade hier, meistens spiele ich auf Channel 1. Habe ich gesehen, man kann auch auf andere Channels spielen. Das heißt, die Leute, die ihr gerade hier seht, die sind wahrscheinlich im anderen Channel nicht mehr da. Warte mal, können wir machen. Wechseln, und zwar zu 2. So, ja, siehst du? Jetzt ist derjenige weg. Weil wir nämlich den Channel gewechselt haben. Das habe ich auch erst etwas privater später gelernt, dass man das auch kann. So, mal überlegen, wo waren wir denn schon alles? Okay, da drinnen waren wir, mit dem Mädel haben wir auch schon gelabert. Da waren wir auch, mit dem hatten wir, glaube ich, noch nicht geredet. Ich muss schon sagen, im Inneren dieser Lagerhallen gibt es tolle Sachen zu kaufen. Ja, ne? Oh. Oh, guck mal, das ist ein Item. Ich will das haben. Anscheinend muss ich außen rumlaufen. Natürlich, ich bin zu fett, um zwischen dieses Haus und Gebüsch zu laufen. Ich bin einfach zu fett geworden, ey. Okay, ich komme aus dem Badonne hier runter. Du bist ein Trainer, ne? Werden, du bist ein Trainer? Nein? Ich kann hier durch? Du bist ein Trainer. Nein? Du. Die hört mich auch nicht auf. Oder muss man die erst ansprechen? Hey du, Trainer! Zeig mir mal dein Pokémon-Team. Ach, ich gucke es mir jetzt einfach an. Die ist doch ganz schön frech. Vorschülerin. Okay, Vorschüler sind immer frech. Och, das sieht ja ganz süß aus. Ach, das ist dieses Vieh, was die gefragt hat, ob ich sowas habe. Windschnitt. Oh, das ist... Moment mal. Die Attacken haben sich irgendwie geändert, vom Design her. Hier, seht ihr? Steht sogar drauf, sehr effektiv. Sehr, super effektiv. Wird das jetzt einfach mal angezeigt, um zu sehen, ob eine Attacke sehr super ist gegen ein Pokémon?
Ja, so los. Vöglein, flieg und sieg. Okay. Flieg und sieg. Los, Delos, mach sie fertig. Ja. Gegen Zellos kommt keiner an. Wow, das war klasse. Ich wusste. Die reden immer so schnell. Du kommst überhaupt nicht hinterher. Was sagst du jetzt? Hallo. Toll, ich bin ansprechbar. Ich hab sie kaputt gemacht. Hey, du Trainer. Möchtest du mal meinen Pokémon sehen? Ach, ich zeig sie jetzt einfach. Die eine wollte meinen Pokémon sehen und der andere will mir seine Pokémon zeigen. Maxchen. Ach, das ist ein süßer Name. Na, dich haben wir doch schon selber. Ja, das schaffen wir schon. Okay, nicht effektiv, nicht effektiv, also nicht sehr effektiv, so. Okay, Pokémon wechseln, dann nehmen wir Wimbly. Felswurf. Wow. Super. Zweimal getroffen, na toll. Nicht effektiv, effektiv. Schlecker. Nein, Grimly wurde besiegt. Scheiß Dreck. Los, Otonashi, mach's fertig. Räche deinen Kameraden. Okay, Aquaknarre. Psst. Bumm. Ist eigentlich Aquaknarre indirekt Anspucken des Gegners? Ich meine, im Anime habe ich ja gesagt, dass wenn sie Aquaknarre verwenden, kommt das ja immer aus dem Mund. Heißt das, die rotzen ihre Gegner voll? Ja, Pokémon gefunden. Pokémon gefunden. Yay! Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal gleich unsere Pokis mal aufheilen. Dum, dum, dum. Ach ja, übrigens zum Channel, vielleicht ist eigentlich logisch, wenn man zum Beispiel zwei sind online, aber der eine ist bei Channel 1, sagen wir es mal, und der andere bei Channel 2, ist es klar, dass sie sich nicht online treffen. Also wenn sich jemand mit mir online treffen will, am besten sollten wir auch noch Channel abmachen. Und nochmal tauchen, am besten erinnert mich mal nochmal daran, dass ich gefälligst auch online kommen soll, weil ich vergesse das gerne mal. Ich bin so eine launische Playerin. Ja. Ich bin sehr launisch und vergesslich, das muss ich noch erwähnen. Das heißt, wenn andere sagen, ja klar, dann nicht so, ja, ich vergesse es einfach mal wieder. Okay, mal gucken, ob wir unsere Pokis abholen könnten. Ich eigentlich ehrlich gesagt nicht glaube, weil ich glaube nicht, dass wir... Ach, hier haben wir noch gar nicht angesprochen. Hätte ich doch nur mehr Pokébälle gekauft, dann wären mir das Pokémon eben nicht durch die Lappen gegangen. Ach, das passiert mal. Du, sag doch mal, wo spielst du eigentlich lieber, draußen oder drin? Draußen, weder noch. Bin ich ein Draußen-Typ? Nee. Eher drin. Aha, alles klar. Dann sag mir doch auch noch... Dann sag mir doch auch noch, ob dich eher Dinge interessieren, die jeder weiß, oder welche, die niemand kennt. Was mich interessiert, die jeder kennt, weder noch, würde ich sagen. Echt? Das ist toll. Das finde ich toll. Also, wenn du mich fragst, dann verfügst du über gesunden Menschenverstand. Ich sitze drinne und interessiere mich für weder noch. Und das ist ein guter Menschenverstand? Ach, dann mache ich alles richtig. Mama, du hast mich richtig erzogen. Jo. Ich habe gerade eine neue Strategie ausgedacht. Okay? Diesmal machen wir alles richtig. Wir wechseln das Pokémon gleich zu Otonashi.
So, Aquaknarre. Gut, Selos ist ein Level höher gekommen. Aber das Vieh machen wir auch gleich mal fertig in einem Zug. Aquaknarre, los! Okay, nochmal Aquaknarre. Jo. So, ich habe den Typen jetzt mal besiegt. So. Mit der haben wir ja schon gekämpft. Hallo? Pukis, wir holen dich zurück. Wir holen dich zurück. Wir holen dich zurück. Wir holen dich zurück. So. Mal gucken, was die Lady jetzt sagt. Ach, bitte lass mich meine Pokémon abholen.